Yang hatte vor einigen Wochen das Kloster verlassen. Sie schritt schnellen Schrittes durch den Jadewald. Sie flog förmlich und hinter jeder Ecke sah sie Leben. Hinter jeder Gabelung bewunderte sie Bäume, Pflanzen, Tiere und war überwältigt von den Bergen, die in der Ferne über sie wachten. Ja, es war die richtige Entscheidung, das Kloster zu verlassen. Auf einmal wurde es ruhig. Sehr ruhig. Was war das? Yang vernahm sofort eine Bedrohung. Als erfahrene Kämpferin wusste sie die Zeichen sofort zu deuten und fing an, ihre Schritte mit Bedacht zu wählen. Eine Hand immer auf ihrer Waffe zog sie durch einen sehr dunklen Teil des Jadewaldes. Keine Geräusche, nur diese bedrohende Stimmung und der dunkle Pfad, der durch diesen Wald führte. Ein Schauder durchlief ihren Körper. Sie drehte sich mehrmals um, als ob sie Augen verfolgen würde, als ob jeden Moment irgendetwas auf sie lauernd hinter den Bäumen hervorspringen wollte. Doch was war es? Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie hier schon einmal gewesen war, dass sie hier einen Teil ihres Lebens verloren hatte. Ein Knurren! Sie drehte sich um, Knurren und Murren aus jeder Ecke. Sie warf ihr Gepäck auf den Boden und zog ihre Waffe. Gut, kämpfen wir! Schrie sie durch die Dunkelheit, ehe... Eine Klaue rang sie aus der Dunkelheit zu Boden. Sie richtete sich schnell wieder auf, ihre Atmung war unkontrolliert. Das erste Mal, dass sie alleine einem Gegner gegenüberstand. Und zu ihrem Leid sah sie dies noch nicht einmal. Sie versuchte ihr Chi zu kanalisieren und ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen. Sie fing sich wieder. Jetzt würde sie ihr Gegner nicht noch einmal so überraschen. Zeigt euch! Die Klaue griff wieder nach ihr und da erkannte sie ihren Gegner, aber zu ihrem Entsetzen war es nicht einer, sondern eine Meute Saurok. Sie wollten wohl mit ihrem Essen noch spielen, bevor sie die Pandaren töten wollten. Yang sammelte ihren ganzen Mut zusammen und wehrte die Angriffe souverän ab. Nun bemerkten die Sauroks, dass diese Pandaren kein einfaches Mahl werden würde und sie um ihr Essen kämpfen mussten. Einer der Saurok knurrte und sprang auf sie zu. Yang sprang zurück und mit einem gezielten Schlag ihrer Waffe zertrümmerte sie dem Saurok den Unterarm. Dieser schrie vor lauter Schmerzen und verschwand im Dunkel des Waldes. Doch diese Gegenmaßnahme der Pandaren sah nun die Saurok nicht mehr nur als Herausforderung an. Jetzt wollten sie Yang schnellstmöglich zu den Ahnen befördern. Sie griffen in Wellen an und die Mönchin wehrte mit ihrem Langstab all ihre Angriffe ab. Die Wellen der Angreifer des Gegners wurden nach und nach intensiver und die Kräfte der jungen Pandaren schwanden immer mehr. Wie lange könnte sie das noch durchhalten? Sie kanalisierte ihr Chi und schoss eine Art Energieball gegen einige ihrer Wellen. Doch schwächte sie diese Attacke auch extremst, da sie diese Art der Verteidigung nicht gut beherrschte. Die Saurok, die kaum an Energie verloren, bemerkten dies und sie fingen an, sie aus allen Himmelsrichtungen gemeinsam anzugreifen. Es kam, wie es kommen musste. Yang war so stark geschwächt, dass sie die Angreifer nicht mehr abwehren konnte. Ein harter Treffer landete in ihrem Gesicht. Sie war orientierungslos, taumelte und der nächste Angriff richtete über das Schicksal der jungen Pandaren. Ein weiterer Schlag traf sie. Yang stürzte. Als sie zu Boden ging und ihre Augen ein letztes Mal etwas wahrnehmen konnten, sah sie die Gestalt eines Pandaren, der sich schützend vor sie stellte, ehe sie in die Dunkelheit absank. Meister. War das ihr Ende? Stille, Dunkelheit und eine Erinnerung an eine Pandaren, die sie mit Tränen in den Augen anschrie, ehe... Lauf! Ein Feuer knisterte leise auf einer Lichtung nahe dem Tal der vier Winde. Ein Pandaren saß ruhig vor dem Feuer. Er wachte darüber, dass es nicht ausging und warf hin und wieder einen Blick auf die junge, aber angeschlagene Pandaren. Er musterte ihren zerbrechlichen Körper und lächelte, als er sah, dass sie sich hin und wieder bewegte. Yang machte langsam ihre Augen auf und sah, dass die Dunkelheit zu einer lodernden und heißen Flamme wurde.
Hinter dieser Flamme erkannte sie die Augen eines Pandaren.